Hallo, mein Name ist Benjamin Schmidt. Ich bin Teamleiter der Top-Kundenbetreuung bei comdirect. In diesem Video möchte ich Ihnen den ProTrader vorstellen, Ihre leistungsstarke Handelssoftware für aktives Trading. Bevor Sie den ProTrader nutzen können, ist es erforderlich, dass Sie sich dafür freischalten. Hierfür können Sie auf unserer Website unter dem Bereich Depot und Wertpapiere und dann Wertpapiere handeln die Freischaltung vornehmen. Anschließend haben Sie in Ihrem persönlichen Bereich einen neuen Schnelleinstieg. Durch Klick auf den Button Start ProTrader und anschließende Eingabe einer TAN starten Sie die Software und können sofort loslegen. Der ProTrader läuft unabhängig der normalen Website, das heißt, Sie können das Browserfenster schließen und sich nur auf den ProTrader fokussieren. Wenn der ProTrader gestartet ist, finden Sie zunächst das Standardlayout vor. Das beginnt mit dem Marktüberblick. Hier sehen Sie direkt Marktinformationen, auf der linken Seite den Chart, weiterhin die Watchlist und ein News-Bereich. Ganz oben finden Sie Echtzeitinformationen zu Ihrem Kontostand und Ihrem aktuell verfügbaren Betrag. Darunter die einzelnen Module, die speziell für den Trading-Bereich wichtig sind. Über das Depot, Orderbuch bis hin zum Herzstück der Ordermaske. Darunter wiederum finden Sie eine Leiste mit verschiedenen Tabs. Ganz rechts in der Leiste gibt es ein Pluszeichen. Über dieses Pluszeichen können Sie sich verschiedene weitere Reiter individuell aufbauen. Gerade wenn Sie mit verschiedenen Systemen, zum Beispiel dem Fest-PC und dem Laptop arbeiten, können Sie sich die Module so anpassen, dass es für die Bildschirmauflösung optimal ist. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im ProTrader weitere Einstellungen vorzunehmen. Hierfür können Sie oben links auf das Menüsymbol und anschließend auf Einstellung klicken. In dem sich dann öffnenden Fenster gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Sessionzeit. Hier können Sie vorgeben, wie lange der ProTrader geöffnet bleiben soll, auch bei Inaktivität. Darüber hinaus gibt es weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Alarmfunktion, wo Sie sich benachrichtigen lassen können, wenn ein von Ihnen vorgegebenes Kursziel erreicht wird. Oder aber zum Beispiel der Punkt Tastaturbefehle. Hier können Sie über Shortcuts der Tastatur schneller Ihre Module öffnen. Eine weitere sehr schöne Funktion, wie ich finde, im ProTrader ist das Verknüpfen von Modulen. Hier können Sie beispielhaft auf den vordefinierten Reiter Handel klicken. Da sehen Sie neben einer Watchlist und einem Chart noch weitere Fenster, wie zum Beispiel die Ordermaske, die Times and Sales und das sogenannte Level 2. Was Sie direkt sehen ist, dass alle Module auf dieser Seite mit einem blauen Punkt oben rechts in der Ecke verknüpft sind. Das heißt, wenn Sie in der Watchlist oben rechts einen Wert anklicken, passen sich alle anderen Module automatisch an diesen Wert an. So haben Sie den Chart, die Times and Sales und auch gleich die Ordermaske automatisch mit diesem Wert befüllt. Um den ProTrader optimal auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie die einzelnen Module innerhalb des Hauptfensters in der Größe verändern und dort platzieren, wo es für Sie am besten ist. Darüber hinaus können Sie auch die einzelnen Module aus dem ProTrader auskoppeln. Hierfür ist ein Klick auf die Menüzeile mit der rechten Maustaste erforderlich und dann wählen Sie den Punkt Abkoppeln. Jetzt besteht die Möglichkeit, dieses Fenster nicht nur innerhalb des ProTraders, sondern auch zum Beispiel über mehrere Bildschirme zu ziehen und so noch mehr Platz nutzen zu können. Eines der wichtigsten Module im ProTrader ist die Watchlist. Hier haben wir Ihnen in dem Standard-Layout schon verschiedene Listen voreingestellt, zum Beispiel die des DAX. Um eine eigene Liste zu erstellen, können Sie sich Werte aus der Kurssuche direkt per Drag and Drop hereinziehen. Oder aber am unteren Ende durch Eingabe der Wertpapier-Kennnummer manuell hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf eine Position Ihrer Watchlist öffnet sich die Ordermaske. So haben Sie die Möglichkeit, direkt aus der Watchlist heraus schnell und einfach zu handeln. Selbstverständlich bietet Ihnen der ProTrader auch ein professionelles Chart-Tool an. Hier können Sie neben Indikatoren auch verschiedenste Zeichenelemente, wie zum Beispiel den Trendkanal, einzeichnen. Den Zeitraum und das Intervall bestimmen Sie selbst. Auch die Chartdarstellung. Hier können Sie zwischen Linienchart unter anderem, aber natürlich auch den Candlestick-Chart verwenden, der gerade im Bereich Chartanalyse sehr oft genommen wird. Offene Positionen wie zum Beispiel Stop-Loss-Absicherung oder aber auch Ihre Kaufkurse von vorhandenen Depotwerten werden ebenfalls im Chart dargestellt und verbessern somit die Übersicht. Nicht nur wie schon erwähnt aus der Watchlist, sondern letztendlich aus allen Modulen des ProTraders lässt sich die Ordermaske öffnen.
Die Maske selbst ist dynamisch gestaltet. Das heißt, je nachdem, welche Eingaben Sie tätigen, erscheinen weitere Einstellmöglichkeiten. Beispielsweise Börsenplatzpartner. Hier können Sie entscheiden, ob Sie börslich oder aber außerbörslich handeln wollen. Weitere Funktionen wie Limits, Absicherungsorders oder unsere Komfortorder-Funktionalitäten Next Order oder One Cancels Other können Sie ebenfalls hier einstellen. Möchten Sie mehr über unsere Komfortorder-Typen, wie zum Beispiel die OCO-Order, erfahren? Hier in der Infokarte finden Sie einen Link zu einem interessanten Video. Innerhalb des Standard-Layouts gibt es den Reiter Depot und Orderbuch. Hier haben wir für Sie beide Kernelemente miteinander vereint. In Ihrem Orderbuch sehen Sie alle offenen und ausgeführten Orders. Parallel dazu können Sie in Ihrem Depot die aktuelle Bewertung sehen. Hier wird jede Position einzeln in Realtime angezeigt und ebenfalls einzeln für jede Position können Sie den Börsenplatz ändern. Mehr Informationen zum ProTrader und den Link zur kostenlosen Eröffnung finden Sie hier in der Infokarte. Ich hoffe, Ihnen einen guten Überblick über den ProTrader gegeben zu haben. Sollten dennoch Fragen offen sein, finden Sie weitere Informationen auf der Website, rufen Sie unsere Kundenbetreuung an oder schreiben Sie Ihre Frage hier in die Kommentare.